Ja, hallo meine lieben YouTuber und willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. Ja, ich dachte, ich muss jetzt mal eine Neuigkeit mit euch mitteilen. Vorhin so, als ich auf der Suche nach Dokumenten war, bestimmten Dokumenten, habe ich von meiner Simson Star SRA 50, den sogenannten Automatik, Simson Starroller mit einem verbauten italienischen Morini-Motor. Und dann ist mir durch Zufall noch ein Kaufvertrag in die Hände gefallen. Das Ding hier. Weil ich hatte sonst immer eine Kopie dabei gehabt und wusste nicht, wo ich den hingepackt habe, aber dann durch Zufall gerade gefunden. Mit der Adresse vom Verkäufer und mit einer Telefonnummer, die man sehr, sehr gut lesen kann. Habe ich da angerufen. Der nette Herr ist ans Telefon gegangen. Wir haben uns eine gute Stunde unterhalten. Und ja, er selber, er hatte ja damals auch diese ganzen Arbeiten gemacht hier mit Zylinder runternehmen und neue Kolbenringe. Hat er ja auch getauscht. Also, und er musste auch immer so sich durchprobieren, bis das alles vernünftig gelaufen hat, dass der Motor richtig vernünftig gelaufen hat. Und ja, die Neuigkeit ist jetzt die, dass wir nicht aufgeben werden, dieses Ding zum Laufen zu kriegen, weil ich habe ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dem Mann gehabt. Und ich könnte nächstes Jahr zu ihm kommen mit dem Roller. Muss ich nur gucken, wie ich den dort runterkriege. Das ist ja in Bremen und dann darf ich mein Zelt mitnehmen beim schönen Wetter, kannst dann im Garten aufstellen und dann wollen wir zusammen an meiner Simson schrauben und gucken, dass die halt wieder läuft. Und er möchte mir kostenlos helfen, ohne irgendeine Gegenleistung dazu erwarten. Die einzige Gegenleistung, die halt schon gegeben ist, ist halt die, dass ich halt mit ihm zusammenschraube. Und da er es schon einmal hinbekommen hat bei dem Ding, wird das wahrscheinlich nochmal hinbekommen. Und er wird auch nochmal gucken, ob er noch irgendwo die Originalquittung oder Kaufbelege rumfliegen hat, wo er damals den Kolben und die Kolbenringe und den Zylinder neu gekauft hat, inklusive der Dichtung an den, und den Bolzen. Kolbenbolzen so. Das heißt, nicht jeder Verkäufer, Leute, möchte dir irgendeinen Scheiß andrehen. Er selber zum Beispiel, er hat auch noch bis heute seine Simson SR 50. Und nein, der hat keine Vapezündanlage, er hat noch die manuelle, wo man halt hin und wieder mal die Zündung nachstellen muss. Hat aber keine Probleme, ist super zufrieden damit und natürlich gibt es, wenn man irgendwo was kauft, immer wieder schwarze Schafe, die sagen, nicht mein Problem, geh weg mit dem Scheißding. Weil es behaupten ja immer Leute, man würde mir ja Scheiße andrehen wollen. Und ja, man würde mich ja nur ausnutzen und verarschen wollen oder sowas. Aber wie man sieht, nein, so ist es nicht. Das Angebot steht. Also werde ich gucken, dass ich das nächstes Jahr irgendwie organisiere, dass ich das Ding dort runterkriege, mein Zelt mitnehme, ein paar Klamotten zum Schlafen und natürlich auch Wechselklamotten. Und ja, dann werde ich dort nächstes Jahr beim schönen Wetter runterfahren und werde dann mit ihm zusammen versuchen, das Ding zum Laufen zu kriegen. Und ja, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann haben wir auch damit wieder sicher problemlos nach Hause, so wie wo ich sie am Anfang bekommen habe und die ersten 3, 4, 5 Jahre keine Probleme hatte. Nein, wirklich keine. Außer mal ein bisschen, dass der Vergaser, aber ja, mein Gut, mein Gott. Es ist halt so, ja. Wie gesagt, das ist eine Erinnerung an Opa, um den ich mich kümmern tue. Ich habe das von ihm bekommen. Wenn mal die Bahn ausfällt oder wenn ich mal irgendwie so jemanden besuchen möchte oder kleine Ausflüge machen möchte
Und ich habe mit diesem Simson Star wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Zeiten erlebt, sehr, sehr schöne Fahrten, auch eine schöne Urlaubsfahrt und sowas. Und natürlich, jetzt meine Simson habe ich, die mag ich natürlich auch, die gefällt mir auch. Aber trotzdem liegt es mir sehr, sehr am Herzen, das Ding wieder auf die Straße zu kriegen, dass es auch wieder Nachhaltigkeit. Gut, klar, er hat natürlich auch gesagt, wenn ich auch einen Austauschmotor kriegen könnte, was ich immer noch kriegen könnte, könnte man es dann im schlimmsten Fall damit versuchen. Aber geplant ist dann, dass wir das erstmal ausbauen, vielleicht komplett mal den Motor zerlegen und einfach alles mal prüfen, was da überhaupt los ist. Und dann gegebenenfalls sollte man den Motor nicht wieder retten, warum auch immer. Dann kann man immer noch von einem gebrauchten Austauschmotor reden, den man dort dann verbauen kann. Ja, das sind erstmal die Neuigkeiten zu meinem Simson Star SR Motorroller. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Ob es klappt, ob es umgesetzt wird, ich weiß es nicht zu 100%, aber die Möglichkeit besteht. Und natürlich, ihr wisst ja, alle, die mich kennen, die wissen, ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Und ich bin ein Mensch, der hat zwar gerne mal ein bisschen Stimmungsschwankungen hat, ab und zu mal ein bisschen traurig ist und weint und auch so meine Phasen habe, mal gute, mal schlechte Phasen. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber trotzdem bin ich ein ehrgeiziger Mensch mit Kampfgeist, der halt nicht im Leben aufgibt. Weil man sagt ja immer, es geht immer irgendwie weiter. Und die Zeiten, dass ich mich dieser modernen Wegwerfgesellschaft anpasse, sind schon lange vorbei. Möchte ich auch nicht, weil ich habe jetzt mir hier im Internet so viele verschiedene Restaurationsvideos angeguckt und dort gibt es sehr, sehr viele Hobby-Bastler, die fischen aus dem Wasser, was dort 20, 30 Jahre gelagert hat, fischen die ein Motorrad raus, sogar aus den 30er, 40er Jahren, zerlegen das Ding komplett und fertigen Teile selber an und besorgen sich Teile von Schieß mich tot wo und bringen das Ding wieder auf die Straße mit funktionierenden Bremsen, funktionierendem Licht, Hupe, Blinker, Stopplicht, Reifen und natürlich Motor gemacht und Co. Ja, also, ja, wisst ihr, was ich meine? Könnt mir folgen, hoffentlich, ne? In dem Sinne, hoffen wir mal, dass das Projekt nächstes Jahr losgeht. Euer Peter Rockabilly. Und wie immer, Daumen da lassen und den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Ich freue mich über jede Unterstützung. Danke. Tschüss.